Ich präsentiere Ihnen den Jahrgang 2021 von QSoft. 2021er Jahrgang von QSoft? Das klingt doch gut, Jordan. Darf ich mal drum bitten, ne? Ah, bitte schön. Natürlich darf ich ihn einschenken. Ja, ein Vollblöd, ne? Ja, danke, ne? Ja, dann wollen wir mal probieren, ne? Ist auf jeden Fall ein heller. Boah, riecht ein bisschen nach nasse Socke, aber sonst, der erste Eindruck sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Dann wollen wir mal ein Schlückchen nehmen, ne? Okay. Das ist ein dickflüssig, würde man sagen, ne? Geschmacklich. Boah, kann man mal machen, ne? Aber ein bisschen trocken ist er, ne? Boah, finde ich gut. QAirsoft Vivo BBs. Der hat seine eigenen BBs rausgebracht. Das ist schon mal echt erwähnenswert. Das kenne ich so nicht, dass ein eigener YouTuber seine eigenen BBs rausbringt. Marc von Novrich. Aber jetzt ist die Frage, was ist an diesen BBs anders und was setzt sich auf dem Markt durch? Beziehungsweise was hebt diese BBs von anderen BBs ab? Und darauf komme ich jetzt mal mit euch zu sprechen. Moin Daniel, im Paket findest du das Ergebnis eines lang ersehnten Projekts von mir. Du hast es bestimmt schon erkannt, es sind BBs. Ich weiß, was du jetzt denkst. Noch eine BB-Marke. Und was macht die jetzt besser? Ich verrate es dir. Als ich auf der IWA 2018 war, habe ich mit vielen BB-Herstellern gesprochen und tonnenweise Proben mitgenommen. Es gab viele bekannte Marken, aber auch neue Hersteller im Test. Viele BBs waren Schrott, aber einige haben mein Interesse geweckt. Andere bekannte Marken nutzen den gleichen Hersteller wie ich aufgrund der Top-Qualität. Verlangen aber bis zu 30 Euro pro Kilogramm. Profit? Ja, ich fand scheiße. Und was ist jetzt anders? Deine Frage beantworte ich kurz mit drei Stichpunkten. Preis, Umweltschutz und Praxisfreundlichkeit. Aber schau dir nun einmal den Boden der Flasche an. Du siehst das Recyclingzeichen. Ich beziehe die Flaschen von einem Unternehmen, welches großen Wert auf Recycling setzt. Des Weiteren sind die Flaschen nach Angaben des Herstellers lebensmittelecht. Das heißt, dass man die Flaschen für Lebensmittel weiterverwenden kann, zum Beispiel als Trinkflasche. Wie gesagt, wir haben hier 8 farbpolierte BBs. Die BBs sind hergestellt aus PLA, das ist im Prinzip Milchsäure aus Stärke geworden. Also sprich aus Maisstärke, Reisstärke oder Kartoffelstärke. Also biologisch komplett abbaubar. Laut Herstellung soll das innerhalb von 2 bis 3 Monaten passieren. Ist aber nicht der Fall. Also wie auf den meisten Airsoft-Spielfeldern sehen, die auch Outdoor sind, da sind immer noch BBs vorhanden. Das dauert ein bisschen länger als 2-3 Monate. Das ist natürlich in optimalsten Bedingungen im Kompost mit Bakterien und Pipapo. Aber das ist ja erstmal egal. Hauptsache ist, Bio-BBs sind meistens Pflicht auf den öffentlichen Spielfeldern, selbst auf Indoor-Spielfeldern teilweise schon. Deswegen habt ihr hier gar keine Probleme. Und die sind natürlich umweltmäßig auch abbaubar. 8-fach poliert habe ich ja schon erwähnt. Also sprich, die sind sehr präzise. Die haben keine Lufteinschlüsse in der BB innen drin selbst. Also sonst hat man das manchmal bei den BBs, dass sie dann so ein bisschen unrund sind. Also sprich, ihr habt jetzt eine Luftblase auf der einen Seite von der BB. Das heißt, beim Fliegen driftet die so ein bisschen ab. Das habt ihr hier nicht. Ihr habt komplett voll ausgegossene BBs. Und die sind made in Greece. Also sprich, kommen aus Griechenland. Finde ich auch nochmal ganz nett zu wissen, wo werden meine BBs eigentlich hergestellt. Und Griechenland ist ein Land, die vertragen das schon, wenn man die unterstützt. Deswegen finde ich das ganz gut. Der gute Niklas hat lange rumprobiert, gemacht und getan, hat Design versucht zu finden. Das mit der Flasche finde ich tatsächlich ganz praktisch. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu. Und er hat sich mit mehreren Herstellern auseinandergesetzt, um halt die BB, die zu ihm am besten passt, wo er das beste Gewissen mit hat, die zu verkaufen. Und da ist er bei diesem Hersteller dann hängen geblieben. Finde ich tatsächlich ganz cool. Vorteil, warum finde ich das geil mit der Flasche? Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, den Schraubverschluss aufzudrehen und zuzumachen. Also sprich, hier habt ihr natürlich schön dicht zu. Wir haben hier oben in der Kappe, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann, na, wenn der Fokus kommt,
Hier ist noch eine Einlage, das heißt, die sind auch luftdicht verschlossen. Und der andere Vorteil ist, dadurch, dass ihr hier oben eine feste Öffnung habt, könnt ihr die BBs, ich hole mal ein Magazin, sehr schön einfüllen. Kommen wir jetzt mal zu den Preisvergleichen. Und zwar habe ich da was vorbereitet. Ich blende euch das jetzt am Rechner ein. Und wenn ihr das genauer studieren wollt, dann haltet das Video einfach an. Ich erzähle euch jetzt erstmal kurz, was es für BWs gibt beim Niklas. Und dann springen wir weiter zu den Ersparnissen, die man so erzielen kann. Also wir haben beim Niklas 0,20 Gramm, 0,25 Gramm, 0,28 Gramm, 0,32 Gramm, 0,36 Gramm, 0,40 Gramm, 0,43 Gramm und 0,45 Gramm. Und dann gibt es noch gesondert Granaten-BBs. Das ist praktisch das, was im Band runtergefallen ist. Also das sind verschiedene Kugelgewichte gemischt und die sind sehr günstig. Perfekt für unsere Granaten, die wir euch im Video vorgestellt haben. Das blenden wir euch da oben ein. Einfach einfüllen und ja, Geld sparen. Bei 20.000 Schuss im Jahr mit 0,20 Gramm oder 0,25 Gramm, wenn ihr 0,5er spielt oder in der Halle, was auch immer, könnt ihr im Gegensatz zu G&G-BBs 16,60 Euro sparen. Also wieder eine Flasche davon und zu King Arms sogar 22,40 Euro. Bei 0,25 Gramm sind wir dann schon bei 26,60 Euro ist dann die Ersparnis und zu King Arms 29 Euro. Gehen wir weiter zu der Ersparnis ab 0,28 Gramm bis 0,36 Gramm. Hier ist die Differenz bei den 0,36 Gramm am höchsten, wie ihr ja sehen könnt. Gehen wir weiter zu den Snipern. Oder die, die ab 0,40 Gramm spielen, da habe ich mit 5000 Schuss gerechnet. Ich nehme jetzt mal exemplarisch die 0,45 Gramm. Wenn ihr jetzt die Geoff-BBs immer nehmt, da spart ihr euch im Jahr 40,70 Euro, wenn ihr eure BBs beim Niklas bestellt. Und jetzt schalten wir ins Labor zu Professor Dr. Dr. Med Dent Finch. Der wird euch zeigen, was die BBs im Labor so drauf haben. Ja, fliegen denn die Kugeln jetzt auch anders? In der Tat. Die blaue Linie sind die QR-Soft-Kugeln und die grüne Linie sind die anderen Kugeln. So, fangen wir direkt mal mit den Kugelgewichten an. Da haben wir uns hier 10 Stück immer rausgeholt und schütten die dann quasi hier rein. Fangen wir mit den 036ern an. Ja, das sind jetzt 10 Stück. Ganz kleines bisschen leichter, aber das kommt hin. Machen wir weiter mit den 0,28ern. Die sind ein ganz, ganz winzig kleines Stückchen schwerer. Und jetzt haben wir noch die 32er. Die sind genauso ein ganz, ganz kleines winziges Stückchen schwerer. Jetzt haben wir noch die Begadi-Kugeln. Das sind die 0,28er, da haben wir genau das gleiche Ergebnis wie bei den anderen. Und dann haben wir noch die G&G, das waren 0,28er. Ja, die sind ganz, ganz kleines Stück leichter. Wir hatten die Kugeln jetzt für 7 Tage im Wasser. Ja, ist jetzt nicht unbedingt zeigenswert. Das hat absolut keinen Unterschied gemacht. Die Struktur ist die gleiche geblieben. Das Gewicht hat sich nie verändert. Dann hatten wir noch die glorreiche Idee, dass wir die Kugeln einfach zerdrücken. Ist aber auch ziemlich sinnlos, weil ja, natürlich lassen sich diese Kugeln zerdrücken. Und mit dieser tollen Erkenntnis gebe ich wieder zurück zu Tom. Kommen wir nun zum Wichtigsten, dem Schuss- und Chronotest. Hierbei haben wir die QRSoft-BBs antreten lassen gegen G&G und Begadi und das jeweils immer in 0,28 Gramm. Der erste Test, den wir durchgeführt haben, war ein Streukreistest. Hier haben wir die Waffe, meine P90, eingespannt und haben praktisch auf 15 Meter getestet auf diese A4 Seiten großen Blätter. Wir haben folgendermaßen das getestet. Ich habe jeweils 10 Schuss und das 5-mal, also ich habe praktisch immer eine neue Zielscheibe gemacht und habe praktisch immer 10 Schuss da drauf abgegeben und habe dann geguckt, da habe dann den Streukreis gemessen und darüber reden wir jetzt.
Und zwar kommen wir zum ersten, das ist G&G. Wir haben bei G&G einen Durchschnitt von 8,86 cm. Der kleinste war 7,1 und der größte Durchmesser 9,7. Das ist eine Differenz von 2,6 cm. Machen wir weiter mit QR-Soft. Dort ist der Durchschnitt 8,16. Das heißt, der ist kleiner als bei den G&Gs. Jetzt kommt das Aber. Der kleinste Durchmesser war 5,8 und der größte 10,1. Das heißt, wir haben hier eine Abweichung von 4,3 cm. Und bei den Begadi-BBs ist der Durchschnitt 7,74, also noch kleiner als bei den anderen. Aber der kleinste ist 5,6 und der größte ist 9,1 und dort ist die Differenz 3,5 cm. Des Weiteren haben wir einen Streuungstest oder einen praxisnahen Test durchgeführt, und zwar bei Wetter draußen, weil wir keine Halle haben, die 40, 45 Meter lang ist. Und dort haben wir praktisch getestet auf unsere große Kiste, wie viel Schuss treffen wir auf 35 Meter. Da war G&G 7 von 10 Schuss, QRsoft 7 von 10 und Begadi 9 von 10. Hier müsst ihr aber bedenken, Einfluss des Schützen, Einfluss vom Wetter. Das heißt, richtig aussagekräftig, labortechnisch ist das natürlich nicht. Bei 45 Meter war es G&G 8 von 10, QRsoft 6 von 10 und Begadi 6 von 10. Dann haben wir auch draußen einen Reichweitentest durchgeführt. Und zwar war es da bei G&G folgendermaßen. Ich habe mir 10 Schuss rausgesucht von den ganzen Schuss, die ich abgegeben habe. Habe praktisch einen Cut gemacht irgendwo und habe dann ab dort gezählt. Finch hat immer angesagt, wie viele Meter waren das. Habe dann bei 10 Schluss gemacht und habe dann den Durchschnitt davon errechnet. Da ist G&G mit 54,85 Metern am weitesten gekommen. Das niedrigste war 52 Meter, das höchste war 57 Meter. Die Differenz beträgt 5 Meter. Bei QRsoft war der Durchschnitt 53,6 Metern. Das niedrigste war 51 und das höchste 56. Die Differenz 5 Meter. Bei Begadi ist der Durchschnitt mit 53,7 Metern. Der niedrigste 52 und der höchste 54. Das heißt, die Differenz beträgt dort 4 Meter. Kommen wir zum Chronotest. Hier haben wir jeweils 10 Schuss auf unserem Xortech-Chrono abgegeben. Und zwar fangen wir an mit G&G. Dort haben wir einen Maximalwert von 83,07 Meter pro Sekunde und minimal 82,3 Meter pro Sekunde. Die Differenz beträgt 0,77 Meter pro Sekunde. Bei QRsoft haben wir maximal 82,48 Meter pro Sekunde und minimal 80,42 Meter pro Sekunde. Die Differenz beträgt hier 1,86 Meter pro Sekunde. Bei Begadi haben wir 84,71 maximal und minimal 82,94. Die Differenz beträgt hier 1,77 Meter pro Sekunde. Jetzt, wenn wir das alles auswerten, würde ich schon davon ausgehen, dass die G&G-BBs etwas besser abschneiden als der Rest. Was uns etwas wundert, sind die Abweichungen beim Chronotest. Also, ne, Chrono war eingestellt, Waffe hopp ab raus und trotzdem haben wir hier Abweichungen. Begadi-BBs, da hat die Waffe fast ein Joule gemacht. Bei QRsoft war es 0,93 oder 0,95 oder sowas. Das war schon ein Unterschied. Und man sieht es ja auch bei der Differenz. G&G macht hier mit 0,77 die wenigste Differenz. QRsoft und Begadi sind fast gleich auf, sind vom Preis her auch fast identisch. Und zum Schusstest, ja, da waren die G&Gs auf die 15 Meter, hatten definitiv die kleinste Abweichung, dafür aber den größten Streukreis von allen fünf Tests. Kommen wir jetzt zum Fazit. Abschließend können wir euch für diese BBs eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Jetzt werdet ihr euch denken, was? Die haben doch aber meistens schlechter abgeschnitten als die G&G, ein bisschen schlechter als die Begadi-BBs. Ja, aber sie sind bedeutend günstiger als die G&G-BBs. Und für mich der Vorteil, sie kommen in den Flaschen. Das heißt, ich muss nicht diesen blöden Beutel umfüllen. Ich kann sie direkt so mit aufs Spielfeld nehmen. Das sind für mich klare Vorteile. Und seien wir doch mal ehrlich, auf dem Spielfeld haben wir immer irgendwelche äußeren Einflüsse. Sei es der Wind, sei es ihr selber als Schütze, sei es eure Waffe. Von daher, und für diese Differenz, die ihr da habt, könnt ihr euch definitiv einen Spieltag kaufen oder neue Kugeln.
Das muss man schon abschließend sagen. Jetzt muss man aber auch sehen, wir haben nur die 0,28 Gramm getestet und noch nicht die 0,36er. Hier bin ich mir aber sicher, dass dort die Qualität genauso gut ist, weil die kommen ja von einem namhaften Hersteller, wo viele andere auch ihre BBs produzieren lassen. Wir wissen selber, dass es kein labortechnischer Test hier war. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten gehandelt. Jedoch denke ich, dass dieses eingespannte 15 Meter Streukreistest schon sehr gut das Ergebnis widerspiegelt. Als YouTuber ist es natürlich immer schwierig, wenn man ein Produkt gratis zur Verfügung gestellt bekommt und sagt, man bekommt gesagt, mach da mal ein Video drüber, es wäre natürlich cool, wenn es positiv ausfällt. Hat Niklas jetzt nicht gemacht, hat gesagt, hey, ich schicke dir was zu, lass dich überraschen, ich freue mich, wenn du ein Video drüber machst, und das mache ich natürlich jetzt. Meine Meinung kann man nicht kaufen, das wisst ihr, aber tatsächlich finde ich die gar nicht so schlecht. Und meine Empfehlung ist, geht bei ihm auf die Internetseite, kauft mal eine Flasche BBs und testet die einfach mal selber. Ich sag mal, bei dem Preis kann man jetzt nicht unbedingt meckern. Die gibt es in verschiedenen Gewichten. Angefangen bei 0,20 Gramm, hoch bis, lasst mich lügen, 0,34 Gramm. Ich weiß gar nicht, er arbeitet auch aktuell an schweren BBs für die Sniper. Und er hat auch Granaten-BBs. Sprich, das sind halt Kugeln, die halt nicht so perfekt sind oder die mal offen waren in der Packung, wenn wir die Luft gezogen haben. Die packt er auch in eine Flasche rein. Da sind alles mögliche an Gewichten drin, von 0,02 bis 0,28. 0,02, Entschuldigung, 0,20 bis 0,28 über 0,34. Und sprich, die könnt ihr in eure BB-Granaten reinschmeißen. Wenn ihr die schmeißt, fliegen die halt auch. Und ihr habt nicht so teure BBs verknallt, wie zum Beispiel die von G&G. Wie gesagt, geht mal rauf, kauft euch mal eine Flasche einfach in eurem Spielgewicht, was ihr habt, und vergleicht mal selbst. Bei dem Preis tut das nicht weh und ihr braucht BBs zum Zocken sowieso. Deswegen denke ich, ist das auch eine faire Geschichte. Und dann könnt ihr euch selbst mal davon überzeugen. Ich finde das Produkt super, ich mag die Flasche sehr gerne. Die Tüten haben auch Vor- und Nachteile, aber bei den Flaschen sehe ich einfach den Vorteil, dass man die schön verschließen kann. Und ganz ehrlich, das Auge ist mit. Ich finde, die Optik ist auch nicht schlecht, ne? Also von daher. Aber ansonsten, nachdem man ein paar Schüsse getätigt hat, sind die BBs wunderbar geflogen. Beim 60 Meter Test muss ich jedoch sagen, dass die vielleicht nicht immer so gut getroffen haben, aber es sind noch 60 Meter, das ist nochmal ein Stück weiter als 50. Und da brauchst du wirklich eine gute Power-Unit. Dann so der nächste Punkt, der günstige Preis. Da hatten wir im Vergleich mit mal QRsoft und G&G mit den 0,25 BBs. Bei QRsoft bekommt man 0,25er 1000 Stück für 3,61 € und G&G bekommt man 0,25er 1000 Stück für 4,48 €. Ist jetzt ein bisschen teurer, die G&G, aber ich muss sagen, nach dem Schlusstest ist die Qualität eigentlich gleichwertig. Jo, das war's mit dem Review und über die BBs. Ansonsten ja, like das Video, wenn es euch gefallen hat, und bis zum nächsten Mal. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr natürlich einen Daumen nach oben da. Und jetzt bleibt mir am Ende nur zu sagen, abonniert unseren Kanal. Dann seid ihr bald tot. Und ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Ciao.